Ja, hallo erstmal. Schön, dass ihr alle da seid. In meinem Fall bin ich in einer christlichen Familie aufgewachsen, habe deswegen schon früh erfahren, wo ich die Wahrheit finden kann, nur leider nicht ganz wie. Und die Familie ist dann auseinandergebrochen und ja, es sind viele schwierige Zeiten danach, aber auch einiges Gutes. Und was ich damals gelernt habe, ist wirklich Gott zu lieben und zu ihm zu wollen. Also es ist was ganz Besonderes gewachsen. Ich habe gemerkt, was er für mich getan hat. Jesus kennengelernt als die Person, die er ist, der am Kreuz für mich gestorben ist. Und es ist mir der größte Genuss geworden, zu beten und Gott zu danken. Aber in der Zeit habe ich auch gebetet, dass, falls ich mich mal von Gott entfernen sollte, dass er mich um jeden Preis zurückholt. Mein bester Freund hat mich ein bisschen verrückt erklärt, weil er meinte, wenn ich Gott sage, um jeden Preis zurückholen, das kann ganz schön schmerzhaft werden. Das war mir damals auch bewusst, aber das war mir wichtig, weil ich gemerkt habe, dass das eigentlich das war, was mein Leben ausgefüllt hat und ich wollte ihm ganz dienen. Leider habe ich mich dann nach einiger Zeit wirklich von ihm entfernt und über ein Jahr in ziemlich offener Rebellion gegen ihn gelebt. Ich war in der ganzen Zeit eigentlich nie wirklich glücklich. Ich habe mir zwar vorgemacht, dass ich dadurch glücklich werden würde, aber eigentlich war es furchtbar. Aber während dieser Zeit habe ich auch die Adventisten kennengelernt. Interessanterweise auch die Art, die Bibel zu studieren. Und so zu erkennen, das, was ich schon vorher hatte, wo ich wusste, wo die Wahrheit drin ist, auch wie ich die Wahrheit darin verstehen kann. Auch wenn es erstmals ein bisschen komisch mir schien, die ersten Sachen, ja, da gibt es so eine Gruppierung und die hat auf einmal eine Prophetin zum Beispiel, war für mich natürlich, Propheten sind nur Insekten, also Abstand halten. Aber irgendwann bin ich dann nicht durch Straßen gelaufen und gedacht, aber die lehren das Gebot Gottes, die lehren die Bibel, sie verstehen die Prophetie, sie können so viel erklären und haben eine falsche Prophetin. Irgendwas kann da ja nicht so ganz stimmen. Entweder es gibt gar keine Gemeinde Gottes oder es muss doch da richtig sein. Und in dem Zusammenhang habe ich gemerkt, ich muss einfach anfangen zu lesen, was die Frau geschrieben hat, statt zu urteilen, was andere über sie sagen. Und das könnte ich nur jedem empfehlen, weil durch ihre Schriften habe ich einfach diesen Jesus, den ich vorher schon geliebt habe, noch besser kennengelernt, noch mehr lieben gelernt. Und auch wenn ich jetzt sagen muss, dass ich ihm sehr wenig ähnlich bin, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich sehr wenig von ihm, wo ich ihn doch eigentlich nur sehen möchte und ein Vorbild sein möchte, anderen Menschen zeigen möchte, wie dieser Gott wirklich ist und was seine Person ist. Deswegen, wenn das Kriterium wäre, Jesus ähnlich zu sein, das Kriterium zur Taufe, würde ich mich nicht taufen lassen. Aber soweit ich verstanden habe, ist die Taufe nur der Anfang. Es ist der Anfang, den Prozess, Jesus ähnlich zu werden. Und genau da möchte ich hinein. Mein ganzes Leben soll einfach nur seine Liebe widerspiegeln. Widerspiegeln, was er für mich getan hat. Und dass Menschen, wenn sie mich sehen, ihn sehen und ich auf ihn hinweisen kann. Ja, das ist der Grund, weshalb ich mich hier taufen lassen möchte. Amen. Ja, ich freue mich auch. Heute Morgen haben wir noch Angst gehabt, das Wasser wird kalten. Der Herr hat unser Gebet erhört, wir haben uns gebetet. Hat alles geklappt mit den Pumpen. Wunderbar. Und jetzt haben wir die Freude, Ruben zu taufen. Er hat diesen Bund, diesen Wunsch, wirklich ganz in die Nachfolge zu bringen. Er studiert freudig das Wort Gottes. Wir haben schöne Stunden erlebt. Er hat das Wort aufgenommen und er war ganz glücklich. Und er möchte ganz entschieden den Heiland nachfolgen. Und er freut sich jetzt auf diesen Moment der Taufe. Wir hören jetzt zuerst einmal das Wort, was für Ruben für sein neues Leben gegeben wird. Wenn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Mein lieber Ruben, auf das Bekenntnis deines Glaubens taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. An dieser Stelle möchten wir als Pastoren, Vertreter der Adventgemeinde, euch in die weltweite Kirche der siebenten Tagsadventisten aufnehmen. Ihr habt ab heute eine riesengroße Familie. 17 Millionen Mitglieder, Adventisten gibt es in der Welt. Und überall, wo ihr hinkommt, werdet ihr überall eure Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus finden.
Ja, lieber Ruben, auch herzlich willkommen in der Freikirche der Siebentagsadventisten. Ich freue mich, dass du ein Glied geworden bist und mit ganzem Herzen auch die Botschaft liebst und auch anderen weitergeben möchtest. Das wird jetzt dein kommendes Ziel sein, ne? Für andere zum Segen sein, den anderen es weiterzugeben. Das ist eine Urkunde, ich zeige es noch der Gemeinde. Willkommen, herzlich willkommen, so sieht seine Urkunde aus. Herzlich willkommen in dieser Gemeinde. Da ist dann vorne der Bibeltext und dann sind Willkommensgrüße. So ist die Urkunde. Das ist eine schöne Erinnerung an diesen besonderen Tag, wo du gesagt hast, ja, ich habe eine Willensentscheidung getroffen. Gott segne dich. Patrick, dir auch alles Gute. Gott segne dich. Herzlich willkommen. Ja. Auch Elvira, würde ich sehen. Herzlich willkommen in die Gemeinde.